Grüß Gott, Herr Professor Buckelmann. Was die Welt im Innersten auseinandertreibt, so könnte man Ihre Forschungsarbeit auch beschreiben, die sich ja auch mit Seismologie und Erdbeben beschäftigt. Wie kommt man denn auf die Idee, so etwas zu erforschen und was fasziniert Sie daran? Naja, das ist eine lange Geschichte. Also als Abiturient, der ein Thema sucht, hat mich gereizt, draußen zu sein. Das war sicher ein großes Moment. Die Erdwissenschaften sind natürlich interessant, weil sie einem das bieten, bieten einem aber auch noch viel mehr, bieten einem Themen, die für die Gesellschaft wichtig sind. Das interessiert einen dann jetzt im Laufe der Zeit mehr und mehr. Und gerade dieses Feld Geophysik ist natürlich für die Gesellschaft unglaublich wichtig, weil wegen Rohstoffen, Erdöl, Erdgas, seltene Metalle heutzutage, es gibt Naturgefahren, also auch hier in Österreich und hier in Wien. Es gibt Baustandards, die auf festem Boden basieren müssen und vieles andere. Also das ist sehr interessant. Einerseits ist das ein Feld, was sehr lebendig ist, hat mit Natur zu tun. Andererseits ist aber auch sehr wichtig für die Gesellschaft. Jetzt denkt man ja als Österreicher dann oft, naja, was interessieren mich Erdbeben in Japan oder dergleichen. Aber man meint ja gar nicht, dass in der Umgebung Wiens auch so einiges los ist und selbst in der Stadt. Ja, das ist wahr. Also auch hier in Österreich gibt es Beben. Wien wurde ja auch mal zu einem gewissen Grad zerstört durch ein Erdbeben 1590. Es gibt diese historischen Abbildungen, die ich Ihnen zeigen kann, wo man sieht, welche Schäden aufgetreten sind, wie man sich das vorstellen könnte. Es gab auch in der jüngeren Vergangenheit Beben. Beispielsweise ist ein Teil der Fassade unserer Universität 1972 herabgestürzt beim Erdbeben in Sebenstein, 50 Kilometer südlich von hier. Und hier hat das in Wien eben noch Schäden verursacht. Also es ist nicht so, dass die Beben nur woanders sind, sondern in Österreich gibt es das auch. Man versucht ja auch durch seismografische Messungen, zum Beispiel Erdbeben oder plattentektonische Vorgänge, vorherzusagen. Wie erfolgreich ist man denn bei derartigen Projekten, dass man dann zum Beispiel auch präventive Maßnahmen ergreifen kann? Also einerseits ist man sehr erfolgreich, andererseits nicht so erfolgreich, wie man gerne möchte und wie auch die Öffentlichkeit von uns erhofft. Also man weiß recht genau, wo die Erdbeben auftreten, man weiß nur nicht wann. Zum Beispiel, man kann sagen, in Österreich wird es Erdbeben geben, ob das morgen ist oder in 50 Jahren, das ist schon schwieriger zu beantworten. Allerdings muss man sagen, dass es gerade jetzt sehr, sehr interessante Fortschritte gibt bei den allergrößten Erdbeben dieses Planeten. Um die zirkumpazifische Zone, da macht man Fortschritte, wo man auch in dieser Vorhersage mit dem genauen Zeitpunkt wahrscheinlich in der Zukunft weiterkommt als bisher. Bisher war das eigentlich eine recht frustrierende Frage, weil man über den Zeitpunkt nicht viel aussagen kann. Aber wie gesagt, man weiß, wo die Erdbeben auftreten. Ja, haben Sie selbst auch ein Erdbeben oder mehrere Erdbeben schon miterlebt und wie kann man sich das vorstellen? Sicherlich in Kalifornien, wo ich ja lange gelebt habe, südlich von San Francisco, an der Stanford Universität, da gab es natürlich Erdbeben und das ist schon recht interessant. Erstmal weiß man gar nicht, auch ich, der sich mit Erdbeben viel beschäftigt, weiß erstmal gar nicht, was eigentlich passiert, bis man versteht, das ist ein Erdbeben. Und das ist schon recht beunruhigend, weil alles in Bewegung gerät, auch bei kleineren Erdbeben. Man weiß einfach nicht, was passiert. Man versucht sich festzuhalten und es gelingt nicht so richtig. Ja, ein faszinierender Aspekt auch in der Landschaft Österreich sind ja jetzt die Alpen, die jedes Jahr ja noch um 1 Zentimeter circa wachsen. Ab 2014 planen Sie jetzt auch ein Projekt zur Erforschung der Alpen. Wie kann man sich das vorstellen oder was für Pläne gibt es? Ja, also die Alpen, das sind natürlich das interessanteste geowissenschaftliche Objekt in Europa. Das sehe ich auf jeden Fall so und die meisten meiner Kollegen. Deswegen möchten sich an diesem Projekt die meisten europäischen Länder beteiligen. Auch die Engländer, die Spanier, die Polen, die von den Alpen natürlich eigentlich ein bisschen weit entfernt sind. Aber alle möchten gerne hierher kommen und ihre seismologischen Instrumente in die Alpen stellen und mit uns zusammen den Untergrund unter den Alpen erforschen. Und da möchten wir auch gerne wissen, wie die Zukunft der Alpen ist, was passiert, welche Teile sich aufhalten, welche Teile sich absenken. Und das wird sicher sehr interessant.
Welche Chance sehen Sie jetzt auch für Österreich, das dann als führender wissenschaftlicher Partner an diesem Projekt beteiligt wäre? Also das ist eine sehr interessante Frage. Österreich ist ja, wie Sie alle wissen, natürlich Tourismus ist eine ganz wichtige Sache und in der Wissenschaft ist es auch ein bisschen so. Denn wenn wir die ganzen Kollegen hierher bekommen, dann bringt das natürlich unsere Themen hier, die Alpen und andere österreichische Themen, natürlich international in den Vordergrund. Und außerdem haben wir natürlich bestimmte Techniken entwickelt in der letzten Zeit in Südfrankreich, Montpellier, wo ich ja Professor war, und auch in Kalifornien, in Stanford, die wir genau anwenden können auf diese Fälle. Und da hoffen wir auch im Wissenschaftlichen, uns es sehr gut platzieren zu können und damit die wissenschaftliche Szene in Österreich zu befördern. Und zum Schluss, warum sollte sich eine Maturantin oder ein Maturant dafür entscheiden, sich für dieses Institut zu bewerben? Ja, also unser Institut hat ja Meteorologie und Geophysik und ich bin Geophysiker. Also es sind erstmal beides sehr interessante Fächer, die sehr lebendig sind, die den Umgang mit der Natur, aber auch mit dem Menschen und umfasst. Leider gibt es in Geophysik im Moment in Österreich kein Studium. Das ist leider verloren gegangen. Wir versuchen, das wieder aufzubauen. Also im Moment kann man in Österreich das gar nicht studieren. Aber es soll ja, das ist der Plan, eins eingerichtet werden. Meteorologie kann man studieren natürlich ab dem Anfang. Und wenn jemand auch Geophysik studieren möchte, dann sollte er erstmal Bachelor Physik machen und dann zu uns kommen. Und dann, wenn er das alles macht, braucht er sich um seine Zukunft keine großen Sorgen machen.